Die Friedensforschung muss dahin gehen, wo Politik gemacht wird. Und Politik wird in diesem Land natürlich überall gemacht, aber vor allen Dingen im politischen Berlin. Hier sitzt die Bundesregierung, hier sitzen die Ministerien, zumindest zu einem großen Teil. Da muss auch die Friedensforschung sozusagen vor Ort sein, präsent sein, als Ansprechpartnerin dienen können. Ja, unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass es sehr wichtig ist, hier in Berlin präsent zu sein, Netzwerke zu knüpfen, auch persönliche Kontakte zu halten, weil vieles, was im politischen Prozess an Entscheidungen getroffen wird, ist eben abhängig auch von den persönlichen Entscheidungen und persönlichen Kontakten, die man hat. Und von daher ist so ein Standort in Berlin von grundsätzlicher Bedeutung. Wir finden, die Friedensforschung gehört dahin, wo Frieden mitgemacht wird. Und Berlin als Hauptstadt Deutschlands, als der Ort, in der auch Friedenspolitik gestaltet werden kann, ist ein Ort, der Räume braucht, in denen man voneinander lernen und miteinander zu einer Friedenspolitik beitragen kann. Deswegen ist Friedensforschung an diesem Ort genau richtig. Weil diese wissenschaftlichen Erkenntnisse uns helfen, Handlungsanweisungen und Hilfestellungen für die Praktiker aus Industrie und Wirtschaft zu geben, die wir brauchen, unsere Arbeit wirklich durchzuführen. Die Weltlage ist deutlich komplizierter geworden. Das heißt, die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik braucht dringend guten Rat. Jetzt ist es so, es gibt in Berlin ganz viel außen- und sicherheitspolitische Expertise. Jedoch, was, glaube ich, Berlin oder das politische Berlin ganz gut braucht, ist eine Friedensforschung, die frischen Wind in die Denke reinbringt, die nicht das Gleiche wiederholt, was schon in Berlin überall diskutiert wird. Wir hoffen uns natürlich, dass sozusagen die Vernetzung zwischen Wissenschaft, also Friedenswissenschaft und politischer Praxis noch mal stärker wird. Wir wollen sozusagen Impulse aus der kritischen Friedensforschung in die Arbeit der Bundesregierung, der Ministerien, aber auch der Abgeordneten hineinbringen können und erhoffen uns natürlich sozusagen, dass wir hier auch die für uns wichtigen Themen besser platzieren können und eine kritische Begleitung der Politik damit vorantreiben können.